Tach, Leute, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tackle Skyblock. So, in der letzten Folge haben wir hier diese wunderschönen Zäune gebaut. Zwar wollte ich sie eigentlich in Grau haben, weil es mehr nach Metall aussieht, aber das Weiß gefällt mir auch sehr gut, habe ich ja schon gesagt. Wegen dem Marmor passt halt auch gut dazu. Und Alter, das sieht halt voll geil aus, dass nicht an jedem Ding ein Pfosten ist. Das sieht halt richtig, richtig nice aus. Genau, runterfallen kann man auch nicht, ne? Ist alles safe, genau, so wie es sein sollte. Und wir haben, perfekt hat es sogar gereicht, wir haben ja das, die Hauptinsel umzäunt, so wie es sein sollte. Und jetzt fahren wir fort, genau, hey. Erstmal, ich musste ein paar Fackeln entfernen, ne, deswegen. Nee, warte, da sollen Melonen wachsen, das Quatsch, hier, so. Damit alles, warte, kann ich da drauf? Ja, oh, oh, kann ich auch. Na dann. Mach mal die natürlich da drauf. Ist natürlich klar. Huch, so. Genau, wir haben übrigens auch diese Maschine ja gebaut, weil, nur damit kann man es machen. Macht Sinn. So, hier müssen überall Fackeln rauf, hier rauf auch. Pff, das war geil. Nice gelöst mit dem Mod auf jeden Fall. Ja, machen wir hier noch so eine ran. Why not? Da gehört auch noch eine ran. Genauso wie hier. Und auf die Ecke, ja gut, da haben wir schon auf dem Ding was drauf. Ja, okay, dich greifen wir mal an jetzt hier. Das wird ein bisschen viel von den Endermans her. Ja, okay, auch wenn eine Enderperle direkt wieder 1000 EMC gibt, was ein bisschen sehr viel... Nein! Ja, oh, das 55 Eis... Oh, scheiße. Oh, kacke. Jetzt war ich unachtsam. Scheiße, nein! Aber alles Wichtiges, also ich habe nichts Wichtiges verloren, ne? Ich glaube nicht. Ist alles, ja, es sind halt ein bisschen EMC, aber es ist gar nicht so schlimm. Weil im Endeffekt müssen wir jetzt einfach, warte mal, jetzt muss ich mir vielleicht mal wieder was aus Stein machen. Aber im Endeffekt müssen wir jetzt einfach nur mal kurz die Mobs killen, die wir ja sowieso immer da haben. Und dann haben wir direkt wieder zigtausend EMC und dann ist auch easy. So, warte, nee, eine Battle Axe. Battle Axe ist besser. Und ansonsten, ja, ich mache mir nichts anderes. Das andere mache ich dann direkt wieder aus Eisen. So, hier, tschüss mit dir, weg. Halt, ach ja, Fackeln habe ich ja keinen mehr. Hä? Ja, dann müssen wir uns jetzt kurz nochmal standardmäßig ausrüsten. Teleportiert sie sich wieder oder ist da jetzt ins Nichts gefallen? So, sammle ich hier irgendwie Items auf? Nein? Schade. Spitzhacke. Manno, oh, das war jetzt schon ein bisschen ärgerlich, aber im Endeffekt stiehlt es uns nur ein bisschen Zeit. Warte, ich kann ja direkt hier machen. So, dum. Und dann geht's direkt wieder weiter. So, einmal bitte aufbauen. Alter Scheiße, nee, oder? What the fuck ist hier alles drinne? Oh, guck mal, Enderman. Alter. Wehe, da drin explodiere ich jetzt einen Creeper. Da hat's gerade schon gezischt, ey. Oh Gott. Alter. Okay, damit haben wir dann erstmal wieder ein bisschen EMC. Reicht dann auch wieder erstmal, ne? Okay. Ja, damit haben wir genug. Komm mal. Oh Gott. Damit können wir es auch wieder zubauen. Jetzt. Ja, lass mich doch zubauen, scheiß Spinner. So und so, tschüss. Okay, damit haben wir alles. Gut, dann wandeln wir das ganz kurz nochmal um. Dann holen wir uns ein bisschen Eisen. So, warte mal, das Redstone. Ja, das Redstone hatte ich auch mit im Inventar. Scheiße. Kleinstar, genau. So. Du erstmal hier ein bisschen. Boah, Alter, das Gunpowder. So, ja, das. Ach ja, warte, ist ja jetzt gerade gelockt und jetzt ist No-Lock. So. Dö. Und damit haben wir 12.000. 12.000, alter Scheiße. Jetzt haben wir wieder kein Eisen gedingenst, ich Idiot. Ach, Scheiße. Manno! Mein jetzt, warte mal, hier, was war nah Eisen? Vielleicht ein Apfel, ne? Apfel. Nein, okay, kein Apfel.
Ich vergesse immer wieder das Backup-Eisen zu machen, ne? Kacke. Genau. Gunpowder war an sich auch... Ach nee, warte, war ja Fuel. Hey, da kann ich das ja gar nicht als Sample nutzen. Scheiße. Was war noch nah dran? Ansonsten müssen wir halt... Ja, okay, ja, komm, wir nehmen direkt das Steinchen Gedöns hier. Dann haben wir auf jeden Fall safe ein Eisen, weil das ja so viel bringt. 4 Stacks, ne? Genau, hier, so, dann Bams, Kleins da rein. Ja, okay. Ja, könnte mehr sein. Jetzt erstmal wieder... ja, der Kleinster kann da rein. Fackeln brauchen wir auf jeden Fall. Und Redstone... naja, können wir erstmal nebenbei liegen lassen. So richtig hier wollte ich es reintun. Und dann ein bisschen Eisen verbrennen für Fackeln. Ja, ein Stack sollte dann wohl auch reichen. So. Und ansonsten kann ich damit ja eigentlich, ja, das passt eigentlich wieder. Aber das können wir noch eben verbrennen. Ja, dann machen wir uns eigentlich ganz normal wieder hier Dingens. So, wir bauen mal kurz den Baum nebenbei ab. Und dann geht's auch weiter nach dieser ungeplanten Todesursache hier. Uiuiui. So. Okay. Ach ja, genau, den Baum kann ich direkt wieder pflanzen. Und dann... geht's ab hier. So, Bams, ja, Spitzhacke auf jeden Fall. So hier, ne, komm, so, dup-dup-dup, die kann eigentlich wieder verbrannt werden, ne? Und, Battle Axe lassen wir erstmal die, die wir haben, aber wir werden sehr schnell eine neue brauchen. Von daher nehme ich das. Fackeln gehören da, Essen brauchen wir auf jeden Fall. Ach, guck mal, wir haben Essen. Das ist ja super. Mach mal so. Oh, was fehlt noch? Eine Axt? Eventuell? Ja, brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Okay, gut, dann können wir jetzt richtig weitermachen. So, das kommt da rein. Was wollte ich denn jetzt genau machen? Wobei war ich? Vergesslich. Ich wollte eine Insel, genau, ich wollte eine neue Insel machen, genau, dabei waren wir ja, genau. So, wir haben sogar hier noch einiges an Schlaps und genau, die benutzen wir direkt mal hier. So, hier, dip-di-di. Was habe ich gesagt, wie groß? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, echt 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haha, Kraftzahl, Junge. Nee. Ja, dann machen wir es eigentlich. Ja, machen wir hier auch wieder 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay. Und dann gucken wir mal, wird das hier die Insel fürs Haus? So, warte, das kommt kurz wieder weg. So. Und. Genau, wie macht man das dann hier? Also, ich denke mal, die Insel könnten wir dann auch wieder mit normalen Stonebricks umranden. Ja, davon... Ah, ich habe noch einen Stack. Aber davon brauchen wir auf jeden Fall noch mehr. Transmutiere ich mir ein bisschen was. So, machen wir mal... Ja, 3 Stacks. Okay, 4. genau, weil die wollte ich ja wieder ein bisschen... grasiger halten. Dann machen wir... Ich weiß nicht, die könnten wir eigentlich genauso groß machen wie die da, oder? Ja, obwohl, das ist vielleicht dann ein bisschen sehr viel Fläche. Wir gucken mal. Also, auf jeden Fall wieder eine 2-breite Umrandung. Und, das hier nebenbei abbauen. Tschö, hier, tschüss. Und dann... Ja, ist halt die Frage so, ne? Was machen wir mit dem restlichen Platz, der da noch ist? Weil ich will da halt kein Haus bauen, aber bei dem Haus würde ich halt gerne die wichtigen Techniksachen und so weiter haben. Das heißt, die würden dann auch hier kommen und nicht dahin. Ist halt doof, ne? Was passiert dann damit? Was braucht man denn sonst noch so außer ein Haus und Techniksachen und dann, naja, eine eigene Insel für eine Farm, die dann in die Richtung kommt wahrscheinlich. Was gibt's denn sonst noch so? Also... Wartet mal, ich trinke mal kurz was.
Ah. So. Damit der Hals nicht so sehr kratzt. Weil echt so viel reden ist tatsächlich sehr, sehr anstrengend. Irgendwann mal. Ah. So. Ja. Also, dann würde ich, wie gesagt, gerne da die Technik reinmachen. Jetzt organisiere ich mich mal ein bisschen im Kopf. Technik kommt da rein. Beim Haus. Am besten ist es ja, wenn alles relativ kompakt beisammen ist. Dann sollte da auch dann später das ganze Equivalent Exchange Zeug rein. Also hin. Bei der Ebene. Und was gibt's noch so? Ja, dann könnten wir dahin später vielleicht so ein paar automatische Sachen hinmachen, so die wir jetzt noch nicht brauchen, großartig. Ja, das ist vielleicht eine Idee. Dann machen wir diese Insel hier nicht ganz so groß wie die da. Die war ja, glaube ich, 22, ne? Ich glaube, erstmal, warte mal, wir gucken mal. Also so vom Gefühl her, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 5 in jede Richtung ist das zu wenig. Wir machen mal die andere Seite auch noch. Na, warte. Wir gehen nochmal 2 weiter, weil das ja dann der Rand wird. Und dann sollte es passen, oder? Würde ich behaupten. Ich denke mal schon, oder? Wenn man jetzt hier so 1, 2, 3, 4, 5 und Rand. So, dum, 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 dum. Dann ist die Fläche zwar nicht so groß, aber soll sie auch gar nicht. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, es sah gerade so ungleich aus. Naja, aber passt doch. Okay. Habe ich mich verguckt. Gut. Sehr schön. Dedim. Reicht das für ein ordentliches Haus? So eine Fläche. Ich würde schon sagen, wir gehen noch ein bisschen weiter. Ist noch schon ein bisschen zu wenig. So hier, nochmal. 1, 2. Ah, 3. 3 sollten aber dann passen, oder? Ich denke mal schon. So, weil es soll ja auch wirklich nicht zu groß werden. Das ist ja wichtig, weil zu viel Platz, damit kann man dann auch immer nichts anfangen. Also was habe ich gesagt? 3 Stück, ne? So, und dann ist das Ganze 10, ne? In jeder Richtung. Warte mal, was? 10? Scheiße, ist das ja so groß wie die andere, ne? Ah, ich bin ein Idiot. Dann ist das ja genauso groß, Mann. Boah, Quantum, du... Ah, Gott, ey. Okay, wir machen es wieder kleiner. Ich bin dumm. Sorry. Oh Gott, dann ist es ja in jede Richtung 10, ey. Scheiße. Mach mal's. Ah, so, okay. Ja, ja. So, wieder um 2 verkleinern, Alter. Gleinern. Ey, so. Ich stelle mich jetzt nicht so nah an den Rand, um das aufsammeln zu können. Ist zu gefährlich, dass ich dann runterfalle. Und ist ja eh nicht viel wert. So. Bei der Größe bleiben wir jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 14. Also 18 mit den Dingern mitgerechnet. Okay, so. Ja. 1, 2, 3, 4. 5. Boah! Oh Gott, Alter. Warte. So. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 18, ne? Das passt jetzt, ne? Das waren ja auch 18, wenn ich jetzt... Ich zähle lieber nochmal genau nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Okay. Ja, dann hätten wir das. Und, ja, komm, dann machen wir noch schnell zu Ende. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. So, und dann müssen wir auch nur noch rüberkommen und dann wär's das auch schon. Und dann war's das auch schon wieder mit der Folge. Hier mit der Half-Slaps müssen wir ja vorsichtig sein, da kann man ja einfach runterfallen.
wenn man hier so halbe Blöcke Unterschiede hat, da läuft man ja einfach hoch. So. Okay. Dann genau so. Genau, dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, wenn nicht, dann nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Abbauen, Leute.